behauptet. Aber ja, so ist es eben. Oh Mann, jetzt wisst ihr, man muss einfach. So. Ach so. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute mit einer weiteren Folge One Out. Ich grüße in diesem Video erstmal anfangs Cookie Friesen, nicht so bad, MGame TV, Nils Oehler und den lieben Prinks, Leute. Danke, dass ihr die Kommentare geschrieben habt und Hashtag One Out ein Item schreiben. Da werdet ihr im nächsten Video auch gegrüßt, Leute. Und ja, Leute, es geht los mit der Challenge. Ich darf heute keine Cobwebs benutzen, keine Sticks und auch keine Endstone-Blöcke. Ja, Leute, es wird immer schwieriger von Folge zu Folge und auch immer intenser. Gut, ihr könnt mal ein Like da lassen. Oder doch einfach Hashtag OneOut und dann Item reinschreiben in die Kommentare, um auf eine Chance Zugriff zu haben, und zwar halt, dass ihr erwähnt werdet. Und jo, wir sind tot. Wir sind tot. Danke. Gut, Leute, hoffentlich werden wir jetzt nicht nochmal so hart getargetet. Und ich möchte nochmal was loswerden. Und zwar seid ihr momentan ja relativ gut aktiv am Start bei meinen Videos. Und das sehe ich auch deswegen, also weshalb ich einfach mal die Daily Uploads hochschrauben werde, indem ich einfach wirklich jeden Tag ein Video bringe. Leute, ich sehe ja auch, wie gut das ankommt. Deswegen wird es weiterhin One-Out, beziehungsweise werden es weiterhin Daily Uploads geben. Und wieso stackt man sich denn immer so, ne? Das ist wieder so ein typisches Ding, was mich immer aufregt. Ach, und der Typ war tot. Lustigerweise habe ich ihn jetzt getötet. Und wir müssen direkt weiter, denn wir werden sonst wieder getargetet von 1500 Leuten. AKA einer Person. Ja, so machen wir das. Und der hat kein Bett mehr, der ist jetzt auch tot. Super, dann gehen wir hier hoch wieder und werden getötet von einem Logo-Skin oder auch nicht. Oh, easy, Leute, easy. Wie sieht's aus, Männer? Übrigens, Leute, es wird morgen wahrscheinlich ein Video über ein interessantes und geiles Thema Revi BW bezogen kommen. Also Leute, hypt euch drauf. Und ja, wer noch nicht das Betzke 50k Pack Reveal Release Video gesehen habt, sorry. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann auf jeden Fall mal oben rechts auf die Infokarte gucken. Da ist es nämlich. Da ist nämlich das hübsche Video. Und da seht ihr mal, dass ich das Pack habe. Und ja, Leute, ich werde es releasen. Der Download-Link wird auf jeden Fall dann drin sein. Wann das sein wird, werdet ihr dann erfahren. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut auf jeden Fall jetzt mal rein, denn das würde mich sehr freuen. Unser Bett ist weg, Leute. Wir wollen, wie gesagt, immer eine Runde gewinnen und dann noch additional ein paar Runden hinzufügen, falls die Runden denn zu kurz sind. Und cool ist, dass hier noch ein Bett ist. Lecker hat's geschmeckt, Leute. Schön nach Schokolade. Und über uns ist keiner perfekt. Jo, dann können wir weiterlaufen. Und es leben nur noch zwei Leute. Bedeutet, wir entnicken uns jetzt. Was natürlich cool ist, weil wir jetzt wahrscheinlich eh getargetet werden. Oder nee, es lebt nur noch einer. Perfekt. Dann können wir uns auf jeden Fall jetzt entnickt lassen. Und einfach mal ein bisschen chillen. Weil ich mag es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt. Aber man hat dann so ein... Naja, man hat ja nicht seinen eigenen Skin. Man ist irgendwie eine andere Person. Und ich habe mich ja nicht umsonst... Ich meine, nicht umsonst ein Skin. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, wir können natürlich einen Screen machen. Standard. So, mein Freund. Wir machen jetzt Screen. Ne? Und wenn du mich tötest, ne? Dann bist du ein Bär. Aber sowas von der rosarote Panther. Ich schwör's dir. Ja, haben wir gemacht. Gut, haben wir, ne? Haben wir. Männer, ich töte ihn. Oh, Jungs, ey. Warum muss man sich denn so heftig stacken? Seht ihr das? Oh Gott. Also für mich, Leute, ergibt es halt null Sinn. Warum? Warum? Ja, geil, ne? GG. So, Leute, hoffentlich gewinnen wir jetzt mal eine Runde. Und übrigens, Grüße gehen raus an ProGamer. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Ihr wisst, glaube ich, ganz genau, was ich meine. Kennt ihr das? Die Leute stacken sich dann mit Abuse oder Jitter 50 Jahre hoch, bis sie endlich dich stompen. Ich meine, Leute, warum müsst ihr euch denn immer so hochschwitzen? Das mache ich auch nicht und ich nehme auf und ich möchte ja auch gewinnen. Ja, also für mich ergibt das null Sinn. Aber den kriegen wir auch ohne hochschwitzen. Wisst ihr, man muss einfach nur versuchen, gut zu sein. Und er schreibt L. Den können wir auf jeden Fall dann gleich muten lassen. Und ich habe mir gerade fast einen Stick geholt. Übrigens haben auch viele gefragt, wieso ich nicht zittere beim Jittern. Das ist einfach Angewohnheitssache. Es ist verdammt einfach, wenn man sich das angewöhnt. Und gut ist es nicht für die Finger, das habe ich auch nie behauptet. Aber ja, so ist es eben. Und so mache ich das. Ich halte einfach nur, wie jetzt würde ich normal klicken, meine Hand. Und ja, dann jitter ich. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich tue. Gut, Leute, wir one-stacken uns mal zu den anderen. Ja, Grüße gehen auch raus an Road to the 10, aka Mr. Gnome. Yo!
Unser Bett ist jetzt weg. Wenn wir so nicht hier so gehen und machen. Jo, dann warte ich jetzt mal hier, weil er wird sich wieder 10 Jahre hochstecken. Oder er geht jetzt runter und jumpt. Ja, er ist da. Gut. Bitte. Ja, wir haben überlebt. So. Ah, schwächelt da jemand? Da hat jemand geschwächelt, Leute. Zack. Also Leute, wie gesagt, schaut oben in die Infokarte und könnt mal wieder schön was angucken, Video, was Neues, was euch schon ziemlich interessieren wird. Ich glaube, es gab wieder eine Abo-Box, Leute. Ja, also einfach nichts verpassen und schön Glocke anmachen, ne, abonnieren. Ihr kennt das Prinzip, ihr kennt das Palaber. Ja, jetzt müssen wir noch gucken, wo ist denn der andere? Erstmal Stick wegwerfen, natürlich. Jo, Guys, der letzte ist dahin. Müssen wir jetzt schauen, dass der uns sich nicht voll die Kuh macht und uns dann schnetzelt. Also müssen wir jetzt hier hingehen. So, und jetzt, Leute, das erste Mal stacken. Oh Mann. Also Leute, ihr seht schon, yo, ohne Korb ist schon ein bisschen doof, aber Mann, es geht noch, Leute. Ich weiß, und ihr wisst es selber auch, ich bin ein riesen Cobweb-Fan. Ich zocke schon so lange mit Cobweb und ich habe schon locker über 3000 Cobwebs in meinem Leben gesetzt. Aber Boys, das ist kein Grund aufzuhören. Ich meine, Cobwebs sind echt schon ein geiles Utensil in Bed Wars. Ja, und ich möchte auch eine Bewegung starten. Leute, einmal schön Cobwebs benutzen in Bed Wars, auch wenn das gehatet wird, Leute. Lasst euch nicht zuhaten und lebt euer Leben so, wie ihr es wollt. Und das Bett haben wir auch. Was ein Wunder auch. Und jetzt haben wir ein TP und warten, bis der kommt und dann rollen wir ihn weg. Leute, wo ist er? Bleibt doch stehen, Mann! Leute, wir kommen aber immer näher, alles gut. Jungs, der Nachteil von uns ist, wir haben kein Cobweb und genau jetzt würde ich eins benutzen. Aber es geht nicht, weil er ein Cobweb hat und ich kann es nicht. Also ich kann es nicht benutzen, ne? Ich muss eigentlich jetzt hier so eine Arena bauen, im F5. Und dann gucken, dass wir auf jeden Fall ihn überraschen. Und wir haben ihn, Leute. So macht man das als Feuerstein. Gut, Leute, 5 Kills, 6 Betten und ich würde sagen, das war meine beste Runde, in je auf meinem Video ausgestrahlt wurde. Wenn ihr mehr von OneOut sehen wollt, schreibt Hashtag OneOut und dann einen Itemnamen in die Kommentare. Wenn nicht, lasst ein Like da und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich ein Abo oder die Glocke freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal rein und ciao.